willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge bei nicht ganz so wunderbarem Wetter von Don Rosa, seine Enten, seine Comics. Diesmal behandeln wir die Geschichte Der magische Tunnel, der eine klitzekleine Besonderheit aufweist, denn es gibt ja bekanntermaßen nur eine einzige Geschichte, die Don Rosa geschrieben, aber nicht gezeichnet hat. Bei dieser Geschichte ist es so, zumindest die erste Seite hat er zwar selber vorgezeichnet, aber ein Redakteur beim Verlag in Holland, das ist übrigens die erste Geschichte von Don Rosa, die für den niederländischen Verlag entstand und nicht mehr für Gladstone. Ein Redakteur beim Verlag hat wohl Don Rosas Zeichenstil nicht ganz so toll gefunden und hat darum eben die erste Seite der Geschichte ja ein wenig überarbeitet. Und eben um das Ganze dem holländischen Stil anzupassen. Ja, worum geht es in der Geschichte? Die Geschichte handelt kurz gesagt davon, dass Gundel Gaukelei Onkel Dagobert einen Silberteller schenkt. Das war per Post einfach als anonyme Verehrerin. Und dieser Silberteller ist in Wirklichkeit ein Tunnel, der nämlich in beide Richtungen funktioniert. Und in einem Brief dabei steht eben, dass auf diesem Silberteller der Glückszähner viel besser zur Geltung kommen soll. Und naja, wie von Gundel geplant, landet der Glückszähner eben auf dem Teller und durch den Teller hindurch in Gundel Gaukeleis Häuschen am Vesuv. Und nun versuchen eben Donald und Dagobert den Glückszähner wieder zurückzukriegen. Ja, und das Ganze geschieht eben mit verschiedenen aberwitzigen Ideen von beiden Seiten. Gundel versucht natürlich, das Ding zu behalten, Donald und Dagobert versuchen, es zurückzukriegen. Ich finde diese Geschichte sehr witzig gehalten und sie hat einige sehr lustige Ideen. Zum Beispiel gibt es ein Bild, wo man sieht, wie Gundel Onkel Dagobert quasi auf dem Silbertablett trägt, weil er seinen Kopf hindurchsteckt. Und man sieht eben auf dem Tablett nur den Kopf. Und Donald zum Beispiel versucht eben durch dieses Tablett durchzulaufen, oder was heißt Tablett, nicht Tablett, den Teller, durch den Teller durchzulaufen. Dann sieht man ihn eben nur mit Unterkörper dann eben in Gundels Werkstatt rumlaufen. Und das ganz Witzige an dieser Geschichte ist eben, dass es ein Kampf ist, ein klassischer Kampf zwischen Gundel, Gaukelei, Onkel Dagobert und Donald, wie man ihn ja schon hunderte Male wahrscheinlich gesehen hat. Nur, dass in keinem der Fälle jeder sein Häuschen verlässt. Also Gundel bleibt auf ihrem Häuschen am Vesuv und Onkel Dagobert und Donald bleiben eben im Geldspeicher die ganze Zeit und trotzdem bekämpfen sie sich gegenseitig und Gundel versucht den Glückszähner zu kriegen. Ich glaube, dies ist die allererste. Ist das die allererste Geschichte? Ja, ich glaube, die allererste Geschichte, in der Don Rosa Gundel Gaukelei verwendet, aber so viel nur am Rande. Zeichnerisch ist das Ganze ein wenig, muss ich sagen, fällt ein wenig ab, wobei eben die Frage ist, wie viel eben dann im Verlag dann in den Niederlanden noch verändert wurde an den Zeichnungen. Es kann natürlich sein, dass die einiges oder vielleicht alle Zeichnungen oder alle Seiten überarbeitet haben. Und naja, viele Köche verderben den Brei, deswegen wirkt der Zeichenstil ein wenig uneinheitlich. Also man erkennt eben schon, dass es Don Rosa ist. Aber gerade auf der ersten Seite und vereinzelt auch bei einigen Posen auf den anderen Seiten wirkt das Ganze eben ein wenig ungewohnt für den Rosa Stil. Ja, insgesamt, weil es eben eine sehr witzige Gag-Story ist, gebe ich der Geschichte mal 4. Oder nein, stopp. Ich gebe ihr 5 von 5. Oder auch nicht, nein. Sie ist ja kein ganz großer Klassiker. Okay, bleiben wir bei 4 von 5. Enden.